Wir sind zurück bei Penumbra Endless Space 2 der neuen Erweiterung und vor uns liegt unsere Galaxie, der gewaltige Ring und die erste Konstellation, Cygnus, ist fast schon erkundet, fehlt nicht mehr viel. Und die Umbral Choir Schiffe sind eigentlich recht schnell im Erkunden. So, ich versuche mal die Oberfläche wieder einzublenden. Und auf unsere Explorer-Schiffe zu zentrieren. Wir hatten zuletzt die Minor Faction der Zwali entdeckt. VR-Fans, die den ganzen Tag faul rumliegen und mit ihrer VR-Brille spielen. Naja. Und unsere aktuelle Kapitel 1-Quest besagt, wir sollen eine neben Ziff beseitigen. Aber ich hatte, der Plan lautete eigentlich, die Gnashas, die Kriegerischen, zu assimilieren, denn dann gilt die Quest ebenfalls als erfüllt. Und das scheint mir doch sinnvoller, als irgendwie so einen Krieg hier zu starten, weit weg. Denn eigentlich haben wir noch gar keine Kriegsschiffe. Wir sind ja versteckt. Wir sind der Schemenchor. Wir arbeiten im Verborgenen. Ob die Strategie aufgeht, weiß ich allerdings noch nicht. Das gilt es herauszufinden. Aber ich fliege schon mal weiter. Das kann nie schaden. Rotsang, eine neue Luxusressource, mit dem man seine Systemstufe verbessern kann. Oder Bevölkerung boosten, also spezielle Bevölkerungsarten boosten kann. So, wow, was haben wir denn hier? Ein Piratensystem am Ende der Konstellation. In Darkhill. Mit Luxusressourcen, Transreba hatten wir schon entdeckt und Rotsang haben wir gerade entdeckt. Zwei Anomalien. Ja, wir können mit Piraten noch nicht verhandeln. Das braucht noch zwei Runden, bis wir diese Fähigkeit erforscht haben. Von daher bin ich jetzt vorsichtig, aber wir sind ja zum Glück getarnt. Wir haben die Tarnstufe 1. Okay, dann könnten wir eigentlich mal reinfliegen ins System und die beiden Anomalien untersuchen derweil. Okay. Ich glaube, das andere Schiff war hat 3 Punkte und wollte warten, was die Sondenscans ergeben. Genau. Wir hatten noch eine externe Konstellation entdeckt und da brauchen wir allerdings den Warp-Antrieb, um hier rüber zu fliegen zu können. Ja, ich glaube, dann gehen wir mal in die nächste Runde. Schau mal hier unten, was hier passiert. Das wäre interessanter. Ja. Alles ist interessant gerade. Und wir haben unseren zweiten Special Note entdeckt. Und wir können einen Migrationssender installieren, der dazu dient, bei Gefahr unser Heimatsystem zu migrieren, also zu fliehen. Das ist allerdings schon der zweite. Und ich wollte mal probieren. Ja, das ist nämlich die Sache, wenn ich den zweiten erstelle, geht uns 20 Bandbreite verloren. Allerdings ist das System gar nicht schlecht für einen Fluchtpunkt, weil es am Ende der Konstellation liegt. Naja, 20 Bandbreite. Also ich werde ihn jetzt mal dort installieren und schaue mal auf die Bandbreite und werde gegebenenfalls einen Migrationssender wieder entfernen, damit nicht so viel Bandbreite verloren geht. Also. Jetzt schaue ich mal auf den Hacking-Bildschirm. Das ist ja quasi die Scan-View. Und wir haben jetzt hier in Iras ja, wir haben unsere Bandbreite, wie gesagt, ist schon sehr weit ausgelastet. Und ich würde sagen, wenn dieser Migrationssender komplett aufgeladen ist, wird das, glaube ich, unser Fluchtpunkt sein. Und der andere Fluchtpunkt
in NGC, da haben wir... Warst du dort? Ich glaube schon. Dort haben wir nämlich schon einen Migrationssender in Auftrag gegeben. Wie kann ich das jetzt sehen? Kann ich hier das einsehen auf die Schnelle? NGC. Ah, ich schau mal. Ach, hier sehe ich es genau, in der normalen Ansicht. Da ist unser Migrationssender in Arbeit und das dauert noch 10 Runden, bis er voll aufgeladen ist. Ja, okay, also ich lasse das mal laufen. Jetzt haben wir 2 in Arbeit, aber ich werde wahrscheinlich einen entfernen. Je nach Bedrohungslage, aber ich denke, naja. Okay, ich warte erstmal noch. Können wir es uns leisten? Google, sei ruhig. Es zu tun, aber ich werde wahrscheinlich einen wieder canceln. Ja. Okay, dann geht's weiter. Mit unseren Explorer-Schiffen. So. Ach so, der war gar nicht aufgeladen, sonnenmäßig, schade. Ja, ich warte dann hier. Das andere Schiff war auch schon durch, ja, okay. Ach so, nächste Runde. Ich war jetzt so gerade in Gedanken mit der Hacking-Operation. So, wir haben die Beziehung verbessert und können auch gleich in Verhandlungen treten. Aber immerhin sind sie schon früh höflich. Das liegt teilweise auch daran, dass wir Anomalien aufgedeckt haben bei ihnen. Das verbessert die, das Verhältnis. Wow. Ja, wenn wir diese Kerlchen assimilieren können, das wäre nicht schlecht für unsere militärischen Fähigkeiten bei der Infanterie. So, jetzt sagt der Berater. Genau, da bin ich ja auch bei, das als nächstes zu tun, die baryonische Abschirmung zu erforschen, denn damit kann ich per Warp-Antrieb dann zum Beispiel in diese fremde Konstellation rüberfliegen. Ach ja, genau, er verweist auf dieses System, da ist noch was entdeckt worden, gerade durch die Sonden. Ja, da haben wir also viel zu erkunden dann und setzen dann, ja, wenn das andere noch erforscht ist, die baryonische Abschirmung, dann werden wir übersetzen. Also Sonden ins Blaue zu schießen, das lohnt sich immer, um seinen Horizont da zu erweitern. So, das haben wir jetzt gelernt. Ja, dann kann es allerdings weitergehen. Jetzt mal mit ein wenig Exploring, zumindest hier Anomalien. Wir sind ja getarnt und die Piraten dürften uns eigentlich, hoffentlich, noch nicht sehen. Ja, merkwürdiger Name Darkle. Der nimmt mich immer an einen kleinen Hund irgendwie. Komisch. Aber das geht wohl nur den Deutschen so. So, da hocken die Piraten in ihrem Versteck. Dann wollen wir ihnen doch gleich mal eine Anomalie klauen. Und zwar ein Modul, ein offensives Waffenmodul. Ja, das kann man gebrauchen. Hehe. Eingesackt. Leider haben wir keine Sonden mehr, aber wir warten dann noch, würde ich sagen, und beuten noch die andere Anomalie aus und dann können wir, ja, vielleicht zurückfliegen und dann können wir auch gleich verhandeln mit den Minor Factions und den Piraten. So, was wollte ich hier oben? Anomalien gab es da nicht. Ja gut, dann bleibe ich im Prinzip hier in Wartestellung, denn... Ach nee, das dauert ja noch mit diesem Warp-Antrieb. Zurück oder lohnt sich das? Na, eigentlich nicht. Naja. Ich hänge hier fest gerade. Ich komme noch nicht rüber, oder? Nein, da brauche ich den Warp-Antrieb, wie gesagt. Na gut, dann warte ich halt. Genau. So, das war durch. Dann geht schon die nächste Runde. Ja, wir hacken gerade nicht, aber das ist okay. Oder? Ist es okay? Fragt man sich dann natürlich jede Runde, wenn man eine frei hat. Und eigentlich sollte man ja seine Hacking
Fähigkeiten nutzen, zumal wir auch gerade der Umbral Choir sind und da besondere Vorteile genießen. Also nochmal kurz überlegen, was könnten wir hacken? Wir haben den Node gehackt, aber das ist kein Stützpunkt. Unser Stützpunkt ist quasi unser Refugium Elektra. Ja, die Bandbreite ist schon ordentlich ausgelastet durch die Migrationssender. Ja, da muss ich wohl einen entfernen, mittelfristig. Jo. Wir haben die Navi-W, die Ungefallenen entdeckt. Aber das sind ja wirklich, naja, also ich würde vielleicht gerne noch erst was anderes hacken. Aber wir können gerade nicht so viel Knoten hacken, da es muss ja immer eine kolonisierbare Welt da sein. Also das könnte ich hacken, das nicht Ranas. Ja, ich könnte versuchen... Ja, das sind die Gnashas, die wollte ich ja eigentlich assimilieren. Und wenn ich die verärgere durch eine misslungene Hacking-Operation, wäre das blöd. Von daher würde ich fast sagen, ich hacke lieber Kurha könnte gehackt werden. Und ich glaube, die Operation Nalin läuft gerade. Genau, also die Operation läuft, aber ich könnte theoretisch Kurha hacken, aber macht das Sinn? Da gibt es eine Ressource, okay. Macht das Sinn? Eigentlich nicht so viel gerade. Na gut, dann lassen wir es mal mit der Hacking-Operation für diese Runde. Zug beenden. Das wäre quasi eine Parallelroute und naja, so viel Sinn macht das glaube ich nicht. So, wir haben die, genau, jetzt können wir, haben die außerweltliche Agrarwirtschaft und damit können wir im Diplomatiebereich Abkommen schließen mit Nebenziffs und der Piratenliga. Als nächstes wird der Warp-Antrieb erforscht, unter anderem, und ein offensives Hacking-Programm, auch gut. Und wir können mehr kolonisieren, Savanne und mehr erkunden. Ja, gut. Der Warp-Antrieb, Warp-Antrieb dauert noch 5 Runden. Das ist natürlich lange. Aber ich kann es, glaube ich, gerade nicht beschleunigen. Nicht wirklich. Von daher werden wir es erstmal versuchen, die... Ach, das sind auch Piraten, die haben wir gerade erst entdeckt. War mir vorher gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Aber dann werden wir mal mit den Piraten sprechen, denke ich. Können wir ja jetzt. Man kann sie auch hacken, aber in dem Fall geht es, glaube ich, nicht, weil kein... Oder geht es? Das würde ich jetzt mal gerne ausprobieren. Können wir die Piraten hacken, obwohl er kein kolonisierbarer Planet ist? Das wäre doch mal eine interessante Frage. Wenn wir jetzt einen Hacking... Prozess starten, kann ich nur von Elektra, weil das ist ja nur ein Special Node ohne Refugium. Ranas war das. Ja. Kann ich nicht hacken. Okay, hat sich die Frage gerade erklärt. Ach so, Quatsch. Ich muss erstmal den Startpunkt drücken. Ah. Ja, wie gesagt, ich bin auch noch am Lernen. Wir können sie hacken. Ja, wäre auch verwunderlich, weil man kann Nebenziffs und Piraten hacken. Okay, das werde ich mal probieren. So, wir haben noch ein wenig Bandbreite und ich würde sagen, ich installiere in Elektra ein defensives Programm. Kann ich mir allerdings nicht leisten, weil die Bandbreite 15 kann nicht mehr gewährleistet werden. Ja, das haben wir schon das erste Problem. Wegen der beiden Migrationssender. Und ich bin eigentlich jetzt schon dafür, ja, einen davon zu canceln. Das macht irgendwie keinen Sinn, glaube ich. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Und zwar würde ich, ja, der Special Note würde noch 8 Runden dauern. Der andere Special
Node, also der Sender vielmehr, würde noch 13 Runden dauern. Strategisch vielleicht ein bisschen günstiger gelegen. Deswegen würde ich fast sagen, auch wenn das Verschwendung ist, im Vertrauen darauf, dass wir noch ein bisschen überdauern können, möchte ich diesen, ja, beseitigen. Also diese Aktion ist noch in Englisch, wird die existierenden Sender zerstören. Ja, klar. You will suffer a penalty. Oh, ich werde bestraft. Ich kriege ein 50% Bandbreiten, also quasi Malus, eine Bestrafung für 6 Runden. Wow. Und 53% deiner Bevölkerung. Oh. Und Systemverbesserungen werden verloren sein. Moment, worauf bezieht sich das jetzt? Also diese Aktion wird zerstört. Ach so, wenn ich trotzdem übersetze, also migriere, dann wird das passieren. Wenn ich migriere, also sonst nicht. Also ich nehme an, das wird sich ja jetzt wohl hoffentlich nicht auf den aktuellen Status beziehen, weil ich migriere ja gar nicht. Ach, sorry, ich habe mich jetzt völlig vertan. Das wäre eine Migration. Wenn ich da drauf klicke, würde ich jetzt aktuell wirklich migrieren. Und das kann, ja, wäre natürlich fatal. Huha. Also, wenn man hier draufklickt, migriert man. Das ist nicht die Zerstörung. Ich frage mich allerdings gerade, wie kann ich den wieder beseitigen? In der Scan-View? Wie ging denn das? Wie kann ich einen Migrationssender zerstören? Hier vielleicht? Ach nee, das war nur die Statusmeldung für IRAS. Vielleicht sollte ich es hier canceln. Das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen blöd. Man kann doch so einen manuellen Sender entfernen. Aber ich frage mich gerade echt, wie das geht. Abwehrprogramm brauche ich nicht. Wie kriege ich... Na, das sind nur die Ergebnisse. Wie kann ich den Sender zerstören manuell? Das ist die Frage. Das heißt auf jeden Fall irgendwo im Tutorial, man kann ihn zerstören, wie wir gelernt haben. Ich frage mich gerade nur, wie? Verdammt. Das wäre doch total bescheuert, wenn das nicht geht. Sehr doof. Oder muss ich hier drauf klicken? Nee, das ist ja schon... Das sind die aktuellen Operationen. Das hat ja keinen Effekt mehr. Wir sind ja schon hier angekommen. Da bin ich jetzt gerade kurz überfragt. Ich weiß, dass es geht, aber wie? Kann fortgesetzt werden. Ich will es aber nicht fortsetzen. Das ist ja das Problem. Wie kann ich einen Migrationssender zerstören? Okay, dann kommt wieder diese schreckliche Androhung. Will migrate. Nein, ich will ja nicht migrieren. Also, wie kriege ich es zerstört? Das ist die große Frage gerade.
muss ich da rein? Komplett? Aber ich kann hier nichts. Konkret deaktivieren. Das ist das Blöde. Ja, gut, da werde ich mich wohl mehr erkundigen müssen. Wie kriege ich den Sender hier deaktiviert? Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ja, okay, da muss ich mal nachforschen, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit noch festhänge. So, aber es soll ja auch weitergehen. Also, da werde ich mich drum kümmern. Wir wollen auf jeden Fall mit den Piraten sprechen. Speak. Wir speaken. Also, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir die Piraten uns gut stellen mit ihnen? Ich meine, wir können ja auch getarnt durchfliegen. Und sie expandieren ja nicht aus dem System raus. Ach doch. Also wenn eine Flotte kommt, dann expandieren die auch manchmal aus dem System raus. Klar. Das waren die Nebenziffs. Die schwirren gewöhnlich nicht im Universum rum, aber die Piraten schon. Okay, dann heimliche Sabotage. Ja, ist teuer. Sehr teuer. Wir haben 750 Dust. Wenn wir sie unterstützen... ja... Macht irgendwie auch keinen Sinn gerade. Ich würde sagen, da reden wir lieber mit den Gnashast. Das macht viel mehr Sinn. Wir werden jetzt schon mal ein Loblied anstimmen. Denn die wollen wir auf jeden Fall assimilieren. Also vielleicht kriegen wir eine Quest hier. Damit die Assimilierung schneller vonstatten gehen kann. Das wäre natürlich gut. So, die hätten wir etwas besser gestimmt auf uns. Und da gab es doch noch welche. Das waren die Zwali. Ja, ich würde sagen, Einfluss haben wir genug, da können wir auch mal ein Loblied anstimmen. Weil wir kriegen ja auch Ressourcen und Personal von denen, je besser wir uns stellen mit denen. Gab es noch irgendwelche Nebenziffs? Ja, da bin ich mal gespannt, wie man die Migrationssender manuell entfernt. Es soll ja laut Tutorial gehen. So, ich glaube, das wär's. Mit den Unfallen hatten wir schon gesprochen. Und ja, wir können ja nochmal guten Tag sagen. The Unfallen greet you in the hopes that your goal is greater harmony. Was würden Sie denn zu einem Friedensangebot? Sind ja auch Pazifisten. Ja, okay, ist noch ein bisschen früh, okay. Aber mit denen ein Bündnis schließen wäre gar nicht mal so verkehrt. Weil dann gehörte die ganze Konstellation uns. Und wir würden auch noch mehr Nahrung bekommen, 15% dadurch. So, kann ich jetzt mal hier weitermachen. Mit der Erforschung. Ja, wir können noch eine Anomalie scannen. Zwei sogar. Rotsang. Ja, Sonnen wachsen relativ langsam nach. Dann warten wir noch eine Runde. Oder fliegen wir schon weiter? Ja, wir können ja noch nicht per Warp hier rübersetzen. Ja, dann warten wir, glaube ich. Was sagt das andere Schiff? Gar nicht. Das wartet auch genau auf den Warp-Antrieb. Ja, mit der Hacking-Operation ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil wir keine Bandbreite haben. Also nicht genügend, um zum Beispiel die Piraten hier zu hacken. Oh. Ich sehe allerdings, ich könnte eigentlich, bevor ich jetzt stundenlang hier nichts tue, mit einem Schiff vielleicht nochmal die Anomalien abernten. Wie lange würde das dauern? Ja. Ja, die ganze Zeit hier rumhängen.
Ja, mit dem Schiff? Nee, dann vielleicht lieber mit dem oberen Schiff. Obwohl das der Weg noch länger ist, aber ich meine, hier wäre noch irgendwo eine Anomalie zu holen und auch da unten natürlich. Hier nicht. Da nicht. Na gut, dann werde ich direkt hier hindüsen. Na. Hatte ich es nicht ausgewählt? Doch. Es hat noch 10 Bewegungspunkte. Kann ich nicht so weit entfernte Ziele hier ansteuern? Hallo? Komisch. Vielleicht zu weit weg. Aber müsste doch eigentlich Wegpunkte hier... Nimmt keine Wegpunkte? Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Ein Bug, das ging doch sonst immer. Dass man weit entfernte Ziele hier einfach zuweist. Gerade will er nicht. Okay, muss ich mir vielleicht mal merken als eventuellen... Ah, da sind ja auch noch Anomalien. Okay, dann lohnt sich das natürlich, klar. Fliegen wir erstmal hier rüber, Anomalien scannen und dann runter. Und dann per Warp rüber ins entfernte System. In die neue Konstellation hier. Diese oder hier erstmal vielleicht. Vielleicht gehört Serte ja auch dazu, wer weiß. Gut, ja, es gibt noch viel zu entdecken. Gerade die Hacking-Operationen sind sehr komplex und da muss man erstmal völlig durchsteigen. Und ja, wahrscheinlich werde ich dazu mal ein explizites Tutorial machen, was sich nur um Hacking dreht. Denn da bin ich ja selber noch am Lernen, wie man da am besten vorgeht. Und da gibt es schon einige Optionen. Und ja, eventuell werde ich das mal in nächster Zeit angehen. Das heißt, ich werde es angehen. Sonst komme ich ja auch hier nicht richtig weiter und werde dazu Tutorials machen. Also, wen es interessiert, der kann gerne reinschauen. Ansonsten sage ich mal, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, der Argonaut. Man sieht sich.